Die zweite Augustwoche war angebrochen und von der Misere am Bahnhof hatte ich, toi toi toi, nichts mehr gehört. Aber andere dunkle Wolken zogen am Horizont herauf. Material und Personal waren nun so knapp, dass die Männer teilweise von Panzer zu Panzer springen mussten, um noch Wagen an den Feind zu bringen. Nur mir gab man keinen Wagen, was mir überhaupt nicht schmeckte. Rudolf hatten sie auch schon wieder einkassiert und er war nun zwei Tage an der Front. Ich hoffte, dass er nicht wieder Mist baut oder gar noch eines seiner neuen Leben verliert. Aber wie es der Teufel so will, stand er dann plötzlich vor meiner Schreibstube. Etwas abgerissen, aber am Leben. Ich freute mich, ihn wieder zu haben und meinte dann nur, nimm Platz und erzähl, wie es war. Erst lächelte Rudolf, dann wurde er ernst. Die kurze Version oder die lange? Sagte er. Ich holte eine Flasche Wein aus dem Geheimvorrat, schaute auf die Uhr, es war schon 16 Uhr durch. Ich nickte dann und meinte, die lange. Nun gut, fing er an. Wir hatten eigentlich nur bewaffnete Aufklärung als Kampfauftrag bekommen. Mit ein paar Grenadieren an einer Halbkette vorfahren, die Linien abtasten und wieder zurück. Ich kannte das Spiel: den Rüssel aus den Büschen herausschauen lassen, den vermuteten Feind anhusten und dann rückwärts gang machen eigentlich unsere Spähpanzer, aber die sind fast alle platt und deswegen müssen wir jetzt ran. Rudolf erzählte weiter. Los ging es und wir kamen an den letzten Sicherungen vorbei. Eine Senke war vor uns und dort schon ein paar abgeschossene Shermans. Die Lanzer vor Ort erklärten uns, dass hier vor kurzem ein paar Jagdpanzer standen. Die hatten den Amerikanern ordentlich was abgerungen, mussten dann aber wegen gezielter Bombenabwürfe zurück. Deswegen auch die ganzen Krater. Macht ja Sinn. Die Sicherungen meinten auch, wir sollten aufpassen, es werden immer wieder versprengte Feindkräfte aufgespürt, die entweder durchgesickert sind oder an dem dünnen Sicherungsschleier vorbeigezogen sind. Das gefiel mir nicht. Bei dem Bewuchs kann man schon mal so eine Bazooka in den Unterleib bekommen und der Turm ist dann schneller weg, als man denkt. Wir rollten weiter vor, der SPW blieb zurück, gab uns aber zwei Nasichere mit. Die sollten die vermeintlichen Einzelkämpfer in den Hecken aufspüren. Wir fanden eine gute Position, in die uns der Fahrer auch gut hineinbrachte. Von dort hatten wir ein klasse Schussfeld, aber ich wusste schon, dass ein schneller Rückzug hier nicht klappen würde. Der Fahrer müsste mehrmals rangieren, um da wieder herauszukommen, sollte etwas schiefgehen. Der Kommandant, das war dein alter Freund Fritz, und ich, wir kletterten raus, um uns ein Bild zu machen. Knappe achthundert Meter weiter waren die Amerikaner am Stellungsbau. Die Jagdpanzer hat denen solch ein Schrecken eingejagt, dass die nun erstmal ein paar schwere Pack aufstellten und abwarteten. Die Zeit arbeitete ja für die Banausen. Man konnte gut sehen, wie die da drüben vier Geschütze in Stellung brachten und dann wohl die Deckung entsprechend anpassen wollten. Leichtsinnig die Brüder, das sollte man nicht am Tage machen, auch wenn man Luftüberlegenheit hat. Wir hatten den Plan, dass wir, sollte nichts weiter passieren, bis zur Dämmerung warten wollten, dann die Stellung mit Punktfeuer vernichten und im Anschluss wieder zurück zur Sicherungslinie. Also warteten wir ab. Links und rechts von uns noch die beiden Grenadiere, denen wir erklärten, was der Plan wäre und das sollten wir abhauen, die Jungs erst auf den Panzer klettern sollten, wenn wir zurück auf dem Hauptweg wären. Unser Fahrzeug war schon so gut getarnt, dass man es kaum erkennen konnte. Ich musste aber nochmal raus und den Schwenkbereich vor der Kanone vorsichtig etwas lichten, sonst könnte es passieren, dass man plötzlich ein Blatt vor der Optik hat, dann müsste man nach Gefühl schießen. Es passierte nichts weiter und wir warteten. Eine Stunde waren wir schon hier und wir hatten über die Grenadiere melden lassen, was wir hier machen und wann wir zurückkommen würden. Ich musste wohl auf meinem Sitz eingenickt sein. Denn durch Schüsse wurde ich geweckt. Scheinbar hatte sich ein spetrobrand geschlichen und unsere Nasicherung schlug sich jetzt mit denen rum. Fritz rief ich, wir müssen jetzt feuern und dann verschwinden. Gut kam es vom Kommandanten. Motor anwerfen. Rudolf, Ziele bekämpfen. Maximal fünf Schuss, dann verduften wir. Der Funker soll versuchen, mit dem Bug MG die Grenadiere zu unterstützen. Also ging der Tanz wieder los. Die Befehle waren klar. Auf der anderen Seite wurden die Brüder scheinbar auch munter. Ich brüllte hoch: Pack links im Visier! Fritz rief Feuer in sein Kehlkopfmikrofon, und im gleichen Augenblick rückte auch schon das Geschützrohr, und ich konnte sehen, wie die Sprenggranate das Packgeschütz und die gesamte Bedienung in Stücke riss. Bei der Vergrößerung war es furchtbar zu sehen, was ein solches Sprenggeschoss noch übrig ließ. Ich trat auf das Fußpedal und visierte das nächste Ziel an. Granate geladen. Feuererlaubnis und schon schickte ich wieder Tod und Verderben in die Reihen der Amerikaner. Pack zerstört, kam es vom Kommandanten. Er hatte seinen Kopf aus der Luke gehoben und schaute mit dem Fernglas zum Feind. Nun schoss die erste Pack zurück. Scheinbar wussten die nicht, wo wir stehen. Das Geschoss ging 50 Meter rechts von uns vorbei. Ich visierte die dritte an und schoss. Zu kurz. Nächste Granate lag schon im Rohr. Kurz nachgerichtet: Abfeuerung und Volltreffer. Fritz schlug mir auf die Schulter und ging dann mit dem ganzen Oberkörper noch weiter aus der Luke heraus. Ich rief noch Fritz, der Spätrupp, und in dem Moment fiel er schon blutend und schreiend zurück in den Kampfraum. Die nächste Granate war geladen und ich rief dem Ladeschützen zu, er solle sich jetzt um den Alten kümmern. Ich werde schießen. Aber die letzte Pack war verlassen, die Besatzung getürmt. Keine Gefahr, aber dann brachen zwei Shermans aus der Deckung. Na, das wird doch nichts, Jungs, dachte ich bei mir. Ich schaute zurück, ein großes Loch klaffte in der Brust von Fritz. Der Ladeschütze stopfte schon ein Verbandspäckchen in die Wunde und der Funker reichte noch mehr Verbandsmaterial an. Verdammt, dachte ich mir, jetzt müssen wir hier langsam weg. Ich gab über Funk an, dass ich noch einen Schuss mache, dann sollten wir schleunigst verduften. Ich schoss und die Sprenggranate detonierte voll auf der Bugplatte des Schirmens. Die ging nicht durch, aber trotzdem stand der Eimer und qualmte. Der Zweite blieb dran und fuhr weiter. Sicherlich schon bei 300 Meter. Ich zerrte Fritz vom Sitz und überließ ihm den beiden Kameraden, steckte den Kopf aus dem Turm und brüllte den Granadieren zu, dass wir jetzt verschwinden. Links anziehen, bring uns hier raus, gab ich dem Fahrer an. Der Panther ruckte an und fuhr ein paar Meter rückwärts. Dann eine halbe Drehung, wieder vorwärts. Dann wieder zurück und nur so konnten wir mit der langen Kanone rangieren. Jetzt rief ich den Granadieren zu, dass sie aufspringen sollen. Die setzten beherzt noch die letzten Feuerstöße in Richtung Spätrub und hüpften fix auf den Wagen. Nach vorne, brüllte ich, setzt euch vor den Turm in Deckung! Das machten die Jungs, denn die feindlichen Soldaten schickten uns noch einige Salven hinterher, die aber am Turm abprallten. Ein oder zwei Schuss vom Sherman schlugen noch in unsere alte Stellung ein, aber wir waren hier nicht mehr zu erreichen. Weiter ging die wilde Fahrt bis zu unserem SPW. Wir entließen unsere beiden Schutzengel, und ich meldete, dass wir auf dem Rückmarsch waren. Um Fritz stand es nicht gut. Wir mussten schleunigst zurück. Kurz bevor wir bei den Sicherungen ankamen, sprang ein Oberfeldwebel auf die Straße und fuchtelte wild mit den Armen. Ich schrie ihn an, er solle zusehen, dass er Land gewinnt, wir müssen zurück. Wir haben einen Verwunden. Er kletterte trotzdem auf den Panzer und gab zurück, dass dort irgendwo ein Jagdpanzer stünde, der schon den ganzen Tag in unsere Stellung schieße, aber keiner den Mistkerl zu fassen kriegt. Den Verwundeten bringen wir mit einem Kübel nach hinten. Ihr bleibt hier und schaltet den Scheißkerl aus. Ich überlegte kurz, ja, na gut, so kommt Fritz schneller zum Sani. Wir packten alle mit an und der mittlerweile bewusstlose Fritz mit seiner blutgetränkten Panzerjacke wurde vorsichtig auf einen Sitz im VW gelegt. Wir sollten uns nicht wiedersehen. Der Oberfeldwebel lief voraus und wir rollten hinterher. Funker und Ladeschütze waren voller Blut, konnten aber sicher sein, dass sie alles Menschenmögliche getan hatten. Nach 500 Metern rollten wir eine kleine Anhöhe herauf. Ich ließ halten und wollte mir das erstmal ansehen. Alle 10 Minuten schießen die auf unsere Stellung. Ob das Glück ist oder ob die einen Beobachter haben, wissen wir nicht. Er zeigte mir ungefähr die Richtung. Und wenn die da Munition mit wenig Rauchentwicklung haben oder tief genug im Ball stehen, dann kriegen wir die Burschen nicht vor das Rohr. Nach einer halben Stunde und drei Abschüssen hatte ich den Punkt vor Augen. Der Ladeschütze, Eugen, stand neben mir und meinte, dass es wohl ein Jagdpanzer sei. Den Abschussklang kannte er. Das dachte ich auch gleich. M18 oder M10, bestimmt 2000 Meter weg oder mehr. Wir schoben unseren Panther so nah, wie es ging, an die Baumgrenze. Ich stand im Turm und vergewisserte mich nochmal, wo die Bande war. Ich war mir sehr sicher, ließ dann eine Panzergranate laden und klemmte mich an die Optik. Noch ein paar Minuten und wieder rauschte ein Geschoss hierüber. Die haben sicher einen Beobachter in der Nähe. So genau können die nicht schießen. Nun hatte ich den Punkt. Ich sagte der Besatzung: Wir machen drei Schuss, dann Stellungswechsel. Wenn dann Ruhe ist, haben wir ihn. Ich zielte, ich schoss. Bei der Entfernung kann man sogar die Flugbahn sehen. Als das Geschoss einschlug, war die nächste Granate schon wieder im Rohr. Die zweite schickte ich hinterher und die dritte war bereit. Ich zielte noch etwas höher und schoss erneut. Auf der anderen Seite blitzte es kurz auf. Getroffen oder nicht, hatte ich mich getäuscht oder schossen die jetzt auf uns? Doch hier kam nichts an. Nach ein paar Minuten sah man dann den Qualm durch die Bäume. Wir haben den wohl erwischt. Nach einer Stunde Warterei passierte nichts mehr und wir hatten unseren Kameraden aus der Klemme geholfen. Der Oberfeld brachte eine Flasche Obst leer. Die kreisten dann erstmal rum und wir durften die auch gleich behalten. Für Notzeiten. Damit fuhren wir wieder an, trafen auf die Sicherung. Ja, und nun bin ich wieder hier, ne? Mann Rudolf, sagte ich, du hast auch immer ein Glück. Jedem anderen hätten die mit einer Panzerfaust den Hintern weggeschossen. Wie steht es um Fritz, wollte ich noch wissen. Er lebt und wird es wohl schaffen, aber hier ist es erstmal vorbei für ihn. Wir hatten schon die Flasche leer, als ein Melder auftauchte und mir ein Stück Papier reichte. Ich klappte es auf und las. Morgen um neun starb. Oha, dachte ich mir, das gibt Ärger. Kommst morgen mit, Rudolf, ich könnte sicher Verstärkung gebrauchen. Er grinste und nickte mir zu und packte dann die Flasche Obstler aus.